Hallo, so, es geht los mit einer neuen Ausgabe Tour de France, der dritten Tour jetzt schon dieses Jahr, die ich fahre. Ja, gewonnen hat Lidl Trek. Hier ist schon alles ein bisschen vorausgewählt noch. Genau, Sturz mit Aufgaben aktiviert, Sturz mit Aufgaben für alle, Datenbank 1. Los geht's. So, dann schauen wir hier nochmal ganz kurz. Alger d'Isère. Bahrain Victorious ist das neue Trikot schon drin, bei Lidl Trek leider noch nicht. Ja, ansonsten Cofidis, DSM, Ineos mit Martinez Pidcock, Carapaz bei Education, Godu und Pinot. Skelmose, mal gucken. Ich hoffe, ich habe ihn nicht zu stark eingestellt. Bin, glaube ich, eine 80 gegeben am Berg. Ja, mal schauen, dass er uns dann nicht oder mich dann nicht enttäuscht bei der Tour und dann hinterherfährt. So, Movistar eigentlich mit Enric Mas sehr stark am Berg. Könnte auch was gehen. Vingegaard natürlich stark und Pogacar natürlich. So, los geht's. Lidl Track nicht ändern. Hi guys, Erste welcome to the briefing Etappe. for this first day. Bilbao, Bilbao. Und dann geht es natürlich gleich richtig zur Sache. Da bin ich gespannt. Auch bin ich natürlich gespannt. Wirklich am Samstag, wie es da ausgeht. Die letzten beiden Anstiege sind dann nicht so ohne. So wie sieht's aus, alle normale Form. Mats Petersen fürs Grüne. Skelmose, hier sehen wir, habe ich am Berg eine 80 gegeben. Zeit von 78. Ich denke, es ist schon relativ realistisch. Vielleicht am Berg. Vielleicht ein Stück zu stark. Aber müssen wir mal gucken, wie er bei der Tour mithält. Vielleicht wird er ja die Überraschung schlechthin bei der Tour. Man weiß es nicht. So, los geht's. Ladies and gentlemen, welcome to the Basque Country for the Grand Départ this Tour de France 2023. Very demanding with 3,300 meters of climbing, this stage should crown one of the aces in the peloton. We'll have the privilege. So, dann haben wir hier Tony Gallopin. Schützt den Skelmose. Kirsch schützt den Pedersen. Putting on the first yellow jersey of this tour. Breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. So, wer sind in der Ausreisergruppe? The Côte de Lauquitz. There's one point up for grabs in the best climber classification. Ja, jetzt kommen sie weg, über 4 Minuten schon. So, naja, gut, bis zur Sprintwertung ist noch ein bisschen, die ist relativ spät. Ja. 8 Minuten sind sie schon weg. Ist das denn ernst? Boah, ist das denn ernst, ey? Auch vor mir gestürzt, Deuven. Simmons sah auch so aus. Aber sind im Feld drin, passt. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. The men at the front will soon be attacking the second classified climb of the stage. There are 2 and 1 points up for grabs for the polka dot jersey. The peloton is riding hard. Stay well placed. Ja.
paar Kilometer bis zur Sprintwertung. It's going to be difficult for them. Ja, also die neuen Trikots sind ja leider noch nicht drin von Lidl Track im Spiel. Sind erst gestern vorgestellt worden. Sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Fallen, glaube ich, auch zumindest dann bei der Tour auf. So, jetzt kommen wir langsam Richtung Sprint. Another 5 kilometers and the riders will contest the first intermediate sprint of this Tour de France. Oh, jetzt muss ich mal schnell auf Pedersen wechseln hier. The green jersey is ready and objective for the breakaways. However, it will be interesting to see the intentions of the sprinters in the peloton. So, Gear 2. 1,6 Kilometer. Jetzt bin ich zu spät los. Mist. Aber ich bin im Windschatten. Ah, schade hinter Philipsen. He's trying to get out of the peloton. Watch out. There are 50 kilometers left to go and there are still 3 climbs on the menu. Gut, Gelmose wieder zurückwechseln und Kirsch wieder Pedersen schützen. So. Favorite for stage victory should gradually up the pace in order to tire their opponents. The race leaders are at the base of the Côte de Morga. Again, there will be 2 points and 1 point to be scored towards the best climber classification. Tempo war jetzt gerade schon relativ hoch. Now it's the Alto del Bibero that's Vielleicht sollte ich hier doch schon mal aufpassen. Allow a maximum of 5 points to be scored at the summit and almost guarantee who will put on the polka dot jersey at the end of the stage. So, jetzt geht gleich der Anstieg hier los, der Kategorie 2 Anstieg. Das sind 30 Kilometer vom Ziel. Die Frage, ob da vielleicht was passiert bei der Tour. Ciccone mal angreifen lassen? Nee, ist zu früh. Da sind schon etliche Fahrer irgendwie zurückgefallen. Sehr krass, dort eine Gruppe mit 37 Fahrern. Van Aert. Ah, Ciccone ist da. Wie sieht's aus? Sieht noch bei allen ganz gut aus. Bernal. Vingegaard. Ciccone. Lopez. Enric Mas. Dann wo wieder raus. Woods. Last time check with a breakaway. 1 minute. Boah, Israel macht Tempo, ist er ein Startup. Die Premier Attack heißen die, glaube ich, jetzt. Ein Kilometer noch zur Bergwertung. Okay, irgendwie haben wir uns hier abgesetzt. So, okay, jetzt müssen wir dann doch mal hier schon mal verpflegen. Bevor wir es vergessen.
seconds lead for the head of the race. Okay, I'll consume a feed. Ich mache jetzt sicher kein Tempo. Was machen sie denn? Ciccone auch nicht. Wo ist Pogacar? Aufpassen. Ah, die Abfahrt ist echt nicht so ohne, ey. There are only 20 kilometers left before the outcome of this first stage is known. So, jetzt kommt gleich der Anstieg hier. Der letzte. Beziehungsweise im Ziel ist ja dann noch so ein Mini-Anstieg an der Zielankunft, glaube ich. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. Hindley ist zurückgefallen. Das ist ja schon eine Überraschung. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Trotzdem schon mal hier das komplette nehmen. So. The peloton is only a few kilometers from the Côte de Piquet, the final climb of the day. So, auf jeden Fall vorne dabei bleiben. Ich mache hier sicher kein Tempo. Breakaway over. Hindley könnte wieder rankommen. Nur 88 Fahrer im Feld. In addition to the mountains classification points, the Côte de Piquet will be the first chance on this tour to pocket bonus seconds for the general classification. 8, 5, and 2 seconds. And here's the final difficulty. Victory will surely be Probieren wir jetzt mal schnell was. Tried it here. You'll have to be among the first over the top if you hope to claim victory in Bilbao. Da kommt er. Vingegaard geht mit. Peloton is 2 kilometers from the top of the climb. Muss natürlich trotzdem mitgehen. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. So, Ciccone, geh mit. Oh, das Feld ist kurz dahinter. Wie sieht's aus? Ciccone, warte mal, nehm doch mal rotes Gel. Watch out, he's going on the attack. Godu kommt. Jetzt fällt es da. Ja, ein bisschen verpufft der Angriff. Top of the Côte de Piquet, nobody's managed to pull clear.
Victory will surely come down to a sprint. You're not doing your share of the work, and so the others no longer want to ride. Anyway, we're into the final kilometers. We can forget any ideas of cooperation. 7 Kilometer. Lopez, mach mal ein paar Tempo hier, komm. Kilometer. Only 5 kilometers left before the Petersen ist noch da. Müsste ich vielleicht mit Petersen dann sprinten? Aber ich habe Angst, dass ich dann mit Skelmose Zeit verliere. Was ist, macht Petersen schon Sinn? Watch out, guys. Van der Poel ist natürlich auch noch da. Jetzt 500 Meter muss ich aufpassen. 2 Kilometer noch. Skelmose ist hoffentlich da. The red pennant is in sight for the men at the front. With this uphill finish, and unless you're really powerful, you mustn't launch the sprint too soon if you want to claim victory. The finish is uphill. Zu spät. Ich bin zu spät losgesprintet. Ah, oh, bin echt zu spät losgesprintet. Dachte, es geht länger berghoch. Ach, voll verschätzt. Ach, Mist. Schade. Das wäre eine gute Chance gewesen. So. Ja, viel zu spät los. Da ging dann nichts mehr. Hauptsache, Skelmose hat jetzt keine Zeit verloren. Mal gleich mal schauen. This stage is his. He tops the standings and we'll see. He's among he's in. He will. Well done, guys. We're where we should be. So, ja, Skelmose 12. Gut. I'm happy with that. We got off to a good start and we must keep on like that. So, wir sind hier schon ausgeschieden. Natürlich ist Pogacar schon raus. Erste Etappe. Ach, nee. Das ist nicht den ihr Ernst. Naja, dann ist jetzt Vingegaard der Gegner schlechthin. Eieiei. Gesamtwertung führt jetzt Uchikone. Ah, der Ciccone hat, glaube ich, Bonussekunden gekriegt. Hab ich gar nicht gesehen. Oder lass mich nochmal schauen. Ciccone. 2 Punkte, ja. Ja, 8 Sekunden, Tatsache. Gar nicht mitgekriegt. Gar nicht mitbekommen. Mats Petersen, ja, Wout van Aert wird der Gegner wären schlechthin fürs Grüne. Genau, also Ciccone hier vorne dabei, Petersen 12. Skelmose 14. Also wenn man dir guckt, die Dänen, 6. Vingegaard, Petersen, Kurt Nielsen, Skelmose. Die Dänen sind schon richtig gut aufgestellt. Ja, das war die erste Etappe. Ich denke, das reicht erstmal mit der ersten Folge. Erste Folge einer Etappe. War schon ein bisschen was los, hat leider nicht zum Sieg erreicht, aber Platz 2 Ciccone in der Gesamtwertung.
Keine Zeit mit Skelmose verloren, grüne Trikot auch leider nicht, aber dabei natürlich. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wird spannend. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.